14 Uhr. Musa ist gerade auf dem Weg zur Sonnenallee, der zentralen Straße in Berlin-Neukölln. Hier will er eine Insta-Story aufnehmen. Hey Leute, der Musa hier. Ich bin hier auf der Sonnenallee. Ihr könnt mal so ein bisschen sehen, wie es hier so ist. Ich wollte euch noch mal zeigen, was ich heute für ein Outfit anhabe. Dieses blaue T-Shirt mit dieser Hose und diese Schuhe. Ich hoffe, es gefällt euch wie die Tomaten hier. Lasst mir eure Meinung da. Peace. Musa ist hier in Neukölln aufgewachsen. Für den 21-Jährigen ist es die perfekte Kulisse für seine Insta-Stories. Mehr als 4000 Follower hat der junge Deutsch-Araber bereits. Sein großer Wunsch? Er will ein erfolgreicher Influencer werden. Ich bin der Erste, der hier wirklich den Style in Neukölln verändert, der Style und neue Farbe und neue Kleidung hier mit nach Neukölln bringt. Weil hier in Neukölln ist es halt nicht so stylisch. Und ja, das ist halt mein Ziel, die Leute schön und gut zu kleiden hier in Neukölln. Musa lebt noch bei seinen Eltern in einer kleinen Dreizimmerwohnung. Es ist eine traditionelle Familie mit klarer Rollenverteilung. Doch der junge Immobilienkaufmann will aus dieser Welt ausbrechen. Das ist an. Das findet. Musa. Ja? Ich will Fernsehen gucken. Jetzt? Ja, jetzt. 5 Minuten, komm, ich mach jetzt fertig, okay? Nee, jetzt. 5 Minuten. 5 Minuten, nicht ja. Länger. Ja, ja, 5 Minuten. Versprochen. Was Musas Eltern nicht wissen, ihr Sohn hat ein Geheimnis. Und das heißt Sophie. Es ist halt so, dass wir halt. Also wirklich halt undercover zusammen sind. Also meine Familie weiß das halt noch nicht, ihre Familie auch nicht. Musa und Sophie sind seit 3 Monaten ein Paar. Kennengelernt haben sie sich über Instagram. Der 21-Jährige fürchtet jedoch, dass Sophie vielleicht nicht den Erwartungen seiner Eltern entspricht. Denn die 20-Jährige stammt aus einem christlichen Elternhaus. Daher ist er noch zurückhaltend und hält Sophie versteckt. Wir vermeiden halt, dass wir uns umarmen oder dass wir halt die Händchen zusammenhalten und sowas. Also, dass man halt so wenig in Berührung kommt, wie es geht. Ich habe gerade mit ihr kurz geschrieben und gerade nur kurz so spontan vereinbart, dass wir uns halt doch noch kurz treffen. Ein Treffen, von dem seine Eltern nichts mitbekommen sollen. Ich treffe mich ungern mit dir in Neukölln. Aufgrund der ganzen Tatsache, dass halt meine Familie nicht Bescheid weiß, dass wir zusammen sind, dass ich eine Freundin habe, was sonst respektlos wäre, wenn uns jetzt hier jemand erwischt. Musas Familie ist sehr traditionell. Er darf sich eigentlich nur allein mit einer Frau treffen, wenn auch die Verlobung feststeht. Wie geht's, alles gut? Ja, mit dir? Komm, wir gehen da lang. Okay. Was ist dein Tag? War gut, entspannt. Ja. Bisschen ein paar Dinge für Instagram gemacht. Ja. Musa ist angespannt. Ja. Normalerweise sieht sich das Paar bei Sophie im Berliner Bezirk Charlottenburg. Doch gerade ist Ramadan und Musa muss in einer Stunde zum großen Familienessen. Deshalb findet das Treffen ausnahmsweise in Neukölln statt. Hier passiert irgendwie mehr als in anderen Bezirken. Aber es kommt auch leicht respektlos rüber, so ein bisschen hier. Wieso? Also, du meinst asozial? Ja. Ja. Warum guckst du dich die ganze Zeit um? Ja, weil ich hier in der Gegend wohne und du weißt ja, meine Familie weiß ja nicht von uns. Ja, stimmt. Und es ist respektlos, wenn uns jetzt hier jemand sieht. Ja. Der Wunsch nach einem eigenen, freien Leben einerseits und die Erwartungen seiner Eltern andererseits. Ein Spagat für den 21-Jährigen. Wir sind ja halt so jetzt die neue Generation. Wir möchten ja gerne unseren eigenen Lebensweg gehen, nach unseren eigenen Regeln. Aber man muss halt wirklich trotzdem noch die Eltern berücksichtigen, gucken, sind die halt von der alten Generation. Auch mal ein bisschen noch die mit einbeziehen, damit die auch glücklich sind. Aber natürlich würde man jetzt am liebsten die Person, die man liebt, auch natürlich einfach in den Arm nehmen, umarmen und sowas. Aber ja, man muss halt einfach respektieren und den Stand der Dinge akzeptieren.
Sophie wohnt bereits seit dem 18. Lebensjahr in ihrer eigenen Wohnung. Ihre Eltern leben getrennt und jeder mit dem neuen Partner in einer anderen Stadt. Gerade macht die 20-Jährige eine Lehre zur Immobilienkauffrau. Obwohl Sophie türkisch-libanesische Wurzeln hat, kommt ein traditionelles Frauenbild für sie nicht in Frage. Es war nie mein Plan, so Hausfrau zu werden. Ich will schon immer alleine arbeiten und Geld verdienen und von niemandem abhängig sein. Will ich auch immer noch. Aber auf jeden Fall will ich so eine Businesswoman werden und auch meine eigene Firma gründen. Ne? Ich weiß, dass es sich erstmal viel anhört, beides zusammen hinzukriegen. Aber ich glaube an mich und ich glaube auch daran, dass ich es schaffe. Und wenn mein Partner mich, der muss es halt auch unterstützen. Es ist wichtig, so einen Partner zu finden. Und Musa meinte, dass er das auch unterstützt, solange ich beides hinkriege. Und ja, das ist so ein bisschen der Plan. Oder? Ich überleg's mir nochmal. Nein, Spaß. Doch so ganz überzeugt scheint Musa nicht von Sophies Zukunftsplänen zu sein. Komm mal kurz hier rein. Aber schön, dass es geklappt hat. Ja. Aber kannst du dich kurz an die Hand nehmen? Ja. Schön, dass es aber heute geklappt hat, dass du die Zeit genommen hast. Ja, finde ich auch. Aber in Zukunft nicht mehr in Neukölln? Ja. Ist echt besser so. Aber für dich ist es okay, oder? Also du hast jetzt kein Problem damit? Nein, auf keinen Fall. Sehr gut. Wir kennen es halt anders. Ja. Aber wir müssen es respektieren. Alles gut. Komm. Sollen wir jetzt zum Bahnhof? Okay, lass gehen. Wie lange die beiden dieses Versteckspiel wohl noch durchhalten? 100 Meter weiter bringt Musa gerade seine Freundin zum S-Bahnhof Sonnenallee. Selbst bei ihrem Abschied sind die beiden Verliebten vorsichtig. Schließlich darf sie niemand als Paar sehen. Komm, lass uns schnell verabschieden, du weißt doch hier in die Lage. Okay. Komm gut nach Hause, ja? Ja. Jetzt muss Musa schnell nach Hause. Er ist schon spät dran. Denn der Rest seiner Familie hat sich bereits zum Essen versammelt. Heute wird Ramadan gefeiert. Auch sein älterer Bruder Fadi, der Fahrlehrer, ist mit seiner Frau gekommen. Hier ahnt bislang noch keiner etwas von Musas heimlicher Freundin. Hey. Hallo. Wie? Musa. Warum so spät? Ich war kurz unterwegs. Hallo. 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 Wo warst du? Draußen, ein paar Freunde, Kumpels. War spät zum Essen, aber. Ja, ich war ein bisschen spät dran. Viel Stau unterwegs. Musa, Suppe? Nein, nein, ich möchte keine Suppe. In Musas Familie sind die Rollen zwischen Mann und Frau weitgehend traditionell verteilt. Am wichtigsten ist für die Familie ihr Glaube. Fadi hat dann auch eine genaue Vorstellung davon, wie eine Frau seines kleinen Bruders sein müsste. Ich persönlich, für mich wäre es wichtig, dass sie meine Religion halt teilt, dass sie mit mir auch die gleiche Religion hat. Und dann ja, kann man glücklich werden. Wenn sie die Religion versteht, dann kommt man ja schon sowieso auf den richtigen Weg. Musas heimliche Freundin Sophie stammt aus einem christlichen Elternhaus. Ob das für die muslimische Familie ein Problem ist, wird sich noch zeigen. Mittlerweile ist es 23 Uhr. Musa hat den Abend überstanden. Während des Familienessens hat ihn niemand mehr mit Fragen gelöchert. Der 21-Jährige teilt sich ein Zimmer mit seinem kleinen Bruder. Mein Handy. Nee, ich bin da. Nein. Ich bin da doch, müssen wir da gehen. Und du willst oder nicht? Kumpels. Freunde. Mhm. Warum? Frage. Ja, frag nicht so viel. Sei nicht so. Bei Musa belassen und ich würde es auch verstehen, wenn er meint, dass es dann so nicht weitergeht. Natürlich wäre es schwer, aber ich akzeptiere das auf jeden Fall. Und das wäre auch echt so eine Ehre für mich, seine Eltern kennenlernen zu dürfen, weil er lässt ja auch nicht jeden seine Familie kennenlernen. Sophie und ich, wir würden halt wirklich
dafür kämpfen, sagen wir mal so. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, es klappt nicht, schnell getrennte Wege gehen. Nee, so ist es nicht. Wir versuchen meine Eltern zu beeindrucken. Und ja, dann können wir hoffentlich den Weg gemeinsam gehen. Aber wir werden uns jetzt nicht verlassen, wenn es jetzt nicht, also wenn jetzt meine Eltern sie nicht akzeptieren würden. Musa arbeitet schon an einem Plan, wie er Sophie seinen Eltern vorstellen kann. Digga, weißt du was? Was? Leg mal dein Handy jetzt weg und mach mal das Licht aus. Ich geh nicht aus, das ist und lass schlafen. Nein, wir machen Scherensteinpapier. Scherensteinpapier bis eins, okay? Der Verlierer macht das Licht aus. Okay. Scherensteinpapier. Brunnen, haha. Brunnen ist nicht erlaubt, mach das Licht aus. Doch, Brunnen ist erlaubt. Nein, du bist disqualifiziert. Du hast Sachen gemacht, die nicht erlaubt sind. Ja, mach das Licht aus. Machst du das aus? Ja, ja. Warum machst du das? Weil das war das, ich aufstehen. Mach das Licht aus. Geist Schlaf, du Gespenst.